Willkommen zu einem Video und zwar zu einem Q&A. Auf jeden Fall habe ich euch auf Instagram noch ein paar Fragen gefragt und diese werde ich in diesem Video beantworten. Also falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann holt das auf jeden Fall nach. Wir sind auch bald die 20.000 Abonnenten auf Instagram. Das würde mich auch mega freuen, wenn wir das auch noch erreichen würden. Also Leute, folgt mir. Nein, also darum soll es auf jeden Fall nicht gehen. Und zwar wollte ich in diesem Video einfach Fragen beantworten, weil mir aufgefallen ist, dass ich mega lange kein Q&A mehr aufgenommen habe. Deswegen fangen wir auch schon direkt an mit der allerersten Frage. Und zwar ist die allererste Frage die wichtigste Frage meines ganzen Lebens. Eis in der Waffel oder im Becher und welche Sorte? Und zwar esse ich Eis in meinem Becher, weil, keine Ahnung, ich esse die Waffel nicht und dann ist es voll unnötig, weil ich die Waffel dann immer wegschmeiße. Dann kann ich auch direkt einen Becher nehmen und kriege auch das ganze Eis daraus. Und ich nehme immer Vanille und Blauer Engel oder Engelsblau, unter welchem Namen ihr das auch immer kennt. Ja, und dann meistens 2-3 Kugeln, weil ich schaffe einfach nicht mehr. Die nächste Frage ist, welche Fremdsprachen hattest du in der Schule? Und zwar hatte ich logischerweise Englisch und zudem hatte ich auch noch Französisch. Und schreibt mal in die Kommentare, was ihr so für Sprachen in der Schule gelernt habt. Das würde mich auch mal interessieren. Oder generell, was ihr alles für Sprachen sprecht. Und Leute, ich verstehe es einfach nicht. Wahrscheinlich mache ich mich mit dieser Frage hier völlig zum Affen. Aber ich check einfach nicht, warum man Latein nicht sprechen kann. Weil man kann es schreiben, man kann es übersetzen, aber warum kann man das denn nicht sprechen? Also keine Ahnung, ich check das irgendwie nicht so. Man kann doch auch ganz normale Sätze bilden wie in Französisch. Aber klar, ist irgendwie auch eine tote Sprache. Aber weiß nicht, ich check nicht, warum man das nicht sprechen kann. Wahrscheinlich werde ich jetzt eh absolut ausgelacht, aber das habe ich mich letztens schon gefragt. Ich glaube, ich habe da mit Jorena drüber gelabert und wir haben es beide gefragt. Oder Tatjana, ich weiß es nicht mehr. Und zwar lautet die nächste Frage von Holzente. Liebe Grüße an dich. Hast du einen Führerschein? Wenn ja, auch ein Auto? Wenn ja, welches? Also ich habe einen Führerschein, den habe ich schon seit, ich glaube, letztem Jahr Januar, weil ich bin ja schon 18 und ich kann alleine fahren und ich liebe es einfach, alleine Auto fahren zu können. Auf jeden Fall habe ich ein Polo und Leute, ich kann euch echt nur empfehlen, macht einen Führerschein, weil es ist einfach so viel praktischer. Klar, wenn man keinen Führerschein hat, dann ist einem das eventuell nicht so bewusst. Aber man kann einfach, wie man möchte, man muss sich nicht immer von Mama und Papa rumkutschieren lassen. So klar, die Leute, die jetzt in Berlin oder sonst wo wohnen, in irgendeiner Großstadt, sind sowieso mobiler mit der ganzen Straßenbahn und was weiß ich was, aber ja, mein Kuhdorf gibt's das ja alles nicht. Und wenn, dann fährt man ganz selten einen Bus, der absolut teuer ist. Und allein schon zur Schule, ich glaube, brauche 13 Kilometer oder so und ich zahle 4,10 Euro. Das finde ich persönlich schon ziemlich viel Geld, weil dann bin ich schon am einen Tag 8,20 Euro los und keine Ahnung. Ich bin froh, dass ich jetzt mein eigenes Auto habe und nicht mehr mit dem Bus fahren muss. Zudem musste ich mit dem Bus immer richtig früh aufstehen. Und das hat mich schon abgefuckt. Und da ist man so richtig lange unterwegs. Und in der Schule wartet man auch über eine halbe Stunde auf den Bus. Und in der Zeit, wo ich auf den Bus warte noch, stehe ich, kann ich mit dem Auto schon zu Hause sein. Also Leute, macht einen Führerschein, auch wenn es eventuell einige von euch gibt, die zu faul sind, einfach schon zu den Theoriestunden zu gehen. Da habe ich zum Beispiel auch Glück mit meiner Mama, weil sie mir mal richtig schnell ein schlechtes Gewissen macht. Ich glaube, sonst hätte ich auch viel länger gebraucht, um meinen Führerschein zu bekommen. Also danke, Mama, dass du mir immer ein schlechtes Gewissen machst. Ah nee, Leute, jetzt mal Spaß beiseite. Macht echt mal einen Führerschein, weil man weiß auch nie, was die Zukunft so bringt. Ein Führerschein ist echt immer viel angenehmer und bei einigen Berufen ist das ja auch eine Voraussetzung, weil man dann einfach viel mobiler unterwegs ist. Und ja, also macht einen Führerschein. Jetzt. Und zwar kommt die nächste Frage von The Wolf of the North. Und zwar, hat sich durch YouTube dein Privatleben bzw. irgendwas in der Schule verändert? Ich finde das so schwierig zu beantworten, die Frage. Bei mir kam das ja mit 20.000 Abonnenten raus an Silvester. Also ich hätte mir keinen besseren Zeitpunkt wünschen können, als wenn man da gerade am Feiern ist und richtig fröhlich ist. Dann fährt man zur nächsten Location und wird auf einmal angesprochen und kommen einfach gar nicht drauf klar, dass es jetzt einfach rausgekommen ist. Ja, ich weiß nicht, es ist halt, glaube ich, schwierig zu sagen. Ich denke schon, dass einige Leute einen echt mehr mögen, nur wegen YouTube oder sich anders gegenüber von einem verhalten, was ich ein bisschen schade finde. Aber mich würde es auch nicht wundern, wenn das manchmal so ein automatischer Effekt von einer Person ist, also dass sie das gar nicht bewusst macht, sondern ja, unterbewusst halt. aber bei einigen Leuten finde ich das schon, ich weiß nicht, ich hasse das auch immer so, markiere mich auf Instagram und was weiß ich, was nicht. Da immer so, Junge, ich habe sonst auch nichts mit dir zu tun. Du hast mich sonst auch nie mit deinem Arsch angeguckt, also brauchst du jetzt auch nicht ankommen. Aber was ich auch immer richtig komisch finde, letztens auch, ich war so von der Disco, also ich bin nur rübergelaufen, weil ich
gegenüber von der Disco war so ein Schützenhaus und da war ich auf einer Hochzeit und bla bla, bin ich kurz rübergegangen, weil ich mich mit einer Person getroffen habe. Und dann auch so kommt da jemand raus und ruft auf einmal meinen Namen und der war auch viel älter als ich. Und dann denkt man sich auch so, Alter, da wird einem bewusst, wie viele Leute einen eigentlich kennen, weil irgendwie kommt das so oft vor, dass die Leute mich dann kennen und man selbst hat die noch nie gesehen. Und das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, damit muss man halt rechnen, aber ich persönlich mag das irgendwie überhaupt nicht. Aber wenn man dann irgendwo langläuft und dann gucken die einen schon so an, weil die wissen, wer man ist, aber ich weiß nicht, wer die sind und ich weiß nicht, das soll jetzt auch nicht irgendwie arrogant klingen, aber ich weiß nicht, ich mag das nicht so gerne, da irgendwie im Mittelpunkt oder so zu stehen oder ist nicht so mein Fall. Aber was mich generell am meisten abfuckt, sind dann die Leute, die irgendwelche Vorurteile haben, also ja, aber darum ging die Frage ja nicht wirklich. Die nächste Frage ist, kommst du dieses Jahr auf die Gamescom? Wenn ja, darf man Bilder machen oder ein Autogramm bekommen? Und ja, ich bin dieses Jahr wieder auf der Gamescom und zwar wieder von Donnerstag bis Samstag, wie immer. Und ich freue mich schon mega auf die Gamescom. Ich habe, glaube ich, noch gar nicht so unbedingt über die Gamescom gesprochen, aber ich werde da sein. Ja, Bilder machen könnt ihr natürlich und ja, wenn ihr ein Autogramm haben wollt, dann auch, Leute. Ihr müsst mir mal echt irgendwie so Design schicken, was ich als Autogramm nehmen kann, weil Kassam Sarah ist so ein übelst langer Name und wenn ich dann irgendwie auf ein T-Shirt unterschreiben muss, das ist einfach so absolut belastend, weil es so schwer ist und man da einfach Ewigkeiten dran sitzen würde. Und Sarah kann man nicht schön schreiben. Also ich weiß nicht, nehmt euch mal ein Blatt Papier und versucht mal den Namen Sarah schön zu schreiben. Ich bekomme es auf jeden Fall nicht hin und das nervt mich mega, weil alle, einige haben so eine richtig schöne Unterschrift. Ich glaube, Brian war das auch, der eine richtig geile Unterschrift hat. Dann komme ich da so. Ach lol, genau jetzt. Ja moin, genau jetzt schreibt Brian was in der Discord-Gruppe. Die nächste Frage, für immer Videos oder Livestreams? Und ich glaube, ich würde mich eher für Livestreams entscheiden, weil dann hat man, weil ich finde, Livestream macht immer noch am meisten Spaß. Kann auch einfach so, weil man gechillt noch irgendwie Livestream möchte, noch spontan was machen möchte, setzt man sich an den PC, macht den Livestream an und fertig. Und beendet man den und man hat es hinter sich. Hinter sich, ja, klingt ein bisschen dumm, aber bei Video muss man sich erstmal richtig viele Gedanken machen, ja, was mache ich jetzt genau? Dann muss man es noch schneiden und Musik raussuchen und was weiß ich was unbedingt und dann noch hochladen, Design machen. Und das bleibt einem einfach beim Livestream einfach erspart und generell einfach dieser Spaßfaktor, finde ich, ist beim Livestream einfach viel höher als bei einem Video. Das heißt nicht, dass mir Videos keinen Spaß machen, sondern einfach diese scheiß Strähne, ey. Aber wenn, dann würde ich mich auf jeden Fall für Livestream entscheiden, weil mir das im Gesamten nochmal mehr Spaß und das easy ist. Nächste Frage von useful-flo. Würdest du mit einem Zuschauer eine Beziehung starten? Und nein, würde ich nicht. Weil meistens ist das eh erstmal so, dass die Person richtig weit weg wohnt. Weil bei mir in der Nähe wohnt eh keiner von meinen ganzen Internetleuten. Die wohnen alle irgendwo in Bayern. Das wäre schon mal ein Fall, warum ich Nein sagen würde. Generell würde ich das einfach absolut komisch finden. Wenn das so ein richtiger Fanboy war. Ich glaube, wenn das so ein Zuschauer ist, der einen so kennt, als nicht unbedingt verfolgt, ist das, glaube ich, auch nochmal was anderes und würde die bei einem in der Nähe wohnen. Aber wenn das so ein absoluter Fanboy wäre, dann auf jeden Fall nicht. Das andere kann man, weiß nicht, man kann sowas generell nie ausschließen. Weil stellt euch vor, das ist doch der Richtige und man denkt sich so, nee, der kennt mich von YouTube, das ist ein Zuschauer, das sehe ich nicht ein, gehe ich keine Beziehung ein, also weiß ich, ist schwierig zu sagen, finde ich. Die nächste Frage kommt von Hannes, schon überlegt auszuziehen, beziehungsweise überlebt von den sozialen Medien zu leben. Also ich glaube, jeder, der YouTube macht, hat sich schon mal Gedanken gemacht, so was wäre, wie cool es eigentlich wäre, wenn man irgendwann so genug Reichweite hätte, um davon leben zu können und alles mögliche, das wäre schon ziemlich nice, aber das ist ja bei mir nicht der Fall, deswegen, es war immer nur so eine Traumvorstellung, was richtig nice wäre, aber jetzt so ernsthaft Gedanken darüber gemacht habe ich nicht, weil ich verdiene so wenig, ihr könnt das einfach nicht einschätzen, wie wenig ich einfach verdiene. So kurzem habe ich im Monat 13 Euro mit meinen Videos verdient und ja, ich glaube, damit würde ich jetzt nicht so weit kommen, dann kann ich vielleicht unter einer Brücke übernachten und mir noch so einen Cheeseburger kaufen, aber sonst, es wäre cool, aber ich kann es nicht. Und ausziehen, weiß ich nicht, wäre noch bei meinem Abi bei und Hotel Mama ist da schon ganz schön, also nein, habe ich nicht überlegt. Nächste Frage von Markus Halbt. Wie war dein Einblick in die 1.14? Und ich muss ganz ehrlich sein, wenn Suro nicht gewesen wäre, ich glaube, ich wüsste nicht, wann ich irgendwann mal die 1.14 gestartet hätte. Aber an sich war es eigentlich eine coole Erfahrung, weil das mal was ganz Neues war. Generell, ich weiß nicht, wenn
hat das halt das erste Mal ausprobiert mit Zuro. Und Zuro hat eigentlich schon gute Laune gemacht, war einfach ein absolut geiles Projekt. Dann verbindet man, glaube ich, mit der 1.14 sowieso nochmal was Besseres, als würde ich mich jetzt einfach random hier so hinsetzen und 1.14 spielen. Aber ich glaube, wäre Zuro nicht gewesen, hätte ich die 1.14 nie angerührt. Und wenn, dann wäre ich nicht von der überzeugt gewesen, aber da gibt es schon nice Dinge. Allein schon mit dem Schwimmen finde ich mega nice. Und die Armbrust ist geil. Und oh mein Gott, diese Delfine, war es ein Herr Bergmanns Video, wo das Delfin da so rumgesprungen ist? Das war voll süß. Aber würde ich sagen, war es das mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Baby, beyond it, I can see you.